dann noch weiß in hier den nie, wo schlimmen ich hinfahren Modus. soll. Ich weiß hier nie, wo ich hin soll. Das ist so zum Kotzen. Ich kann hier meiner Flotte nicht vernünftig folgen. Das ist schon zum Kotzen, ne? Und vor allem, warum ging der Taiho, die in der Division auch noch ist? Weil du ein Access in der Division bist. Ja, aber In der S6. warum bist du dann keine Montana? Die Flieger wrecken könnte? Entschuldigung. Ja, echt mal. Für mehr hat's halt nicht gereicht. Ja. Diese elenden Geizhälse, die sich keine richtigen Schiffe kaufen können. Nur in Star Citizen. Wenn du dafür alles andere verpfänden musst, hier Haus und Hof. Ach Scheiße, der passt doch noch auf. Da kommen schon seine Jäger. Ich werde nicht viel Spaß haben in diesem Spiel. Lol, verliert erstmal einen Jäger gegen die Luoyang. Jetzt hat er gepennt. Ja, ist die Strike Force. Ja, ich kann da nichts machen, ich bin Fighter locked. Und gut. Hab ihn erwischt. Meine Fahrt jetzt noch wegkommen. Hat man die Gegnerfighter gelockt? Ich muss scheinbar hier in New Orleans droppen, weil nichts anderes da ist für mich. Hä, warum zündet der kein Anti-Eske? Ah, jetzt. Frankfurt spielt heute übrigens gegen richtige Leipziger Fußball. Ist das so? Freundschaftsspiel gegen Chemie Leipzig. Oh Gott, das sind sehr viele Schiffe. Ja, alles ist da von denen. Bis halt auf hier die komische New Orleans, die fährt halt hier unten bei mir rum. Vielleicht gleich mal wieder zurück zu den Inseln. Ach, fuck, da wäre ein Kagero gewesen. Habe ich zu spät gesehen. Sind die Türme schon in der Drehung? Oh Gott. Der Moment, wenn man realisiert, dass eine Yamato unten im Antenne auf einen geschossen hat. Oh, das ist, glaube ich, so ein ungutes Gefühl. Okay, Tops hätte ich mir jetzt sparen können. Ja, scheiß drauf. Kann ich mir jetzt das First Blood klauen so? Boah, das sind so viele Ziele. Ich weiß Du echt nicht, musst da gar nicht abhauen, wo. ne? Also, das kommt alles in deine Richtung irgendwie. Ja, was meinst du, warum ich hier gerade schon so stehe? Die klumpen da Voll rum wie abbrennen. blöd. Ich kann euch da auch nicht wirklich helfen. Ja, du die. Mal gucken, wo er mit seinen Top-Bombern hin will, ob ich die abfangen kann. Also der bloppt extrem. Ja, das ist krank da, was die da machen. Ich meine, der erste Fighter-Engagement war für mich jetzt eigentlich ganz okay, muss ich sagen, tatsächlich. Weil solange wir gleich viel verlieren, gewinne ich, im Endeffekt.
Muss jetzt nur echt aufpassen, wo sein Strike kommt, sein nächster. Das ist halt echt ungut. Ich habe hier vier Schlachtschiffe, die alle immer auf mich schießen. Bisher konnte ich immer ausweichen. Das Problem ist, die müssen nur einmal treffen, das ist das Problem, ne? Die Sache, die Krux. Leute, die haben es jetzt schon aufgegeben, auf mich zu schießen. Das ist auch geil. Oh mein Gott, war das Strafe schon. Dafür sind meine Schüsse hier nicht so wirklich. Ich kann halt leider nichts abfangen, was da jetzt kommt. Also auf die. An Strike, aber. Hallo. Tötet doch den einen Fighter. Sollte doch machbar sein. Ach, da sind so viele schöne Torbomber und ich kann sie nicht strafen. Die Armatur hat Damage Con. Mach ich gleich. Ich kann nicht. Shit. Der Strafer für den Arsch. So, Yamato, sagst du? An die, die gerade brennt. Hat irgendwas ein Tier angemacht, aber interessiert mich tatsächlich wenig, muss ich gestehen. Ich in der Montana-Reichweite von der Antia. Die Yamato hat übrigens keinen Damage-Con. Die hat dann gezündet, nachdem ich sie gedroppt habe. Hä? Wieso ist meines Instinkt gelöscht worden dann? Weil das vielleicht noch im alten drin gelandet ist oder so? Nee. Der hat überhaupt nichts drauf geschossen. Ich habe drauf geschossen, Feuer gemacht und das Feuer war instant weg. Also, als ich gesehen hatte, eben brannte er noch, dann habe ich ihn gedroppt und dann hat er gelöscht. The fuck? Die haben keine zwei Yamatos, oder? Nein. War der vielleicht schon wieder ready? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er Damage Con gezündet hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass der Gegner zum Glück bald nicht mehr ganz so viele Fighter hat. Vom Gegner ist natürlich auf jeden Fall Anti-Aspekt. Mit Skill. Oh Gott, unsere Bismarck, die durch die Mitte gefahren ist. Unsere Kagero lässt sich gerade cross-drummen. Ich ärgere dich mal von der Seite. Solange dieser Blob da so unterwegs ist, wie er das gerade ist, kann ich halt echt nicht viel machen. Jetzt ist halt die Ibuki noch da. Da ist wieder die Hipper. Das kannst du halt voll knicken. Wir haben jetzt halt schon mehr Schiffe verloren als die. Ich kann da nicht rein. Geht mir nicht recht viel anders gerade. Also er hat jetzt keine Fighter mehr, ist das Gute.
Jetzt mein Schmarrn, eine Tirpitz getroffen für relativ viel Schaden. Ja, du, ich hab drei Feuer auf der Montana. Das ist gut. Und ja, gegen halt. Das war doch schon mal ganz gut so. Guck, vielleicht kann ich jetzt die Yamato davor nehmen. Oh Gott, warum fliege ich denn jetzt da drüber? Ja, das ist jetzt auch nicht mehr ändern. Kannst du irgendwas gegen die Hipper machen, die durch die Mitte fährt? Weil die wird wahrscheinlich sowohl die Chip-Hive als auch den anderen killen. Und das ist dann, ist der quasi vor mir. Mhm. Ja, du, ich muss sowieso zurück, weil ich gerade von der Ibuki und einer anderen Hipper gepusht werde. Okay. So lese ich aber selbst nicht mehr so viel HP. Oh Gott, bin detected. Das ist ein schöner Yamato-Drop. Ja, jetzt habe ich gerade selbst Probleme, sorry. Kurfürst, nicht rammen, nicht rammen. Warum denn? Warum machst du das, du Depp? So dumm. So dumm. Der ist down, oder? Die Hipper in der Mitte ist down, aber das Problem ist halt, ich habe ja jetzt eine Hipper und eine Ibuki hinter mir, die beide full AP haben und ich habe fast nichts mehr. Ja, ja, komme. Das war so dumm, was der gerade gemacht hat. So, mein letzter Repair. Ach geil, das ist auch noch die Kagero. Der besagte Kagero könnte das größte Problem darstellen. Yuki hat ein Feuer drauf von mir auf jeden Fall. Kagero ist down. Ja, Quatsch, Kagero, meine ich die Ibuki. Die fackelt ab. Ja, aber wie gesagt, ich. Die macht mir gerade so viele Probleme, ich muss die ja leider auch killen. Das ist alles legitim. Schon mal erwähnt, dass ich erst Anti-Air-Hippers hasse wie die Pest. Hast du gesagt, der fackelt ab? Ja, hat schon mal schon wieder Damage Con ready gehabt. Dann finish him. Lebt da unten noch die Montana, da kann ich nichts gegen tun. Unsere Montana fightet gegen die. Wir haben halt hier eine Hipper und eine Kagero noch.
Ich bin schon am Suchen. So, ein Cuckdrop. Ich habe wohl also seinen Cap resettet. Ich muss den jetzt irgendwie mal treffen. Zum Beispiel so. Oh shit. Ich lass mich nebenbei striken, ich depp. Lol, der hat den Strike verkackt. Willst du mich verarschen? So, und gegen die Hipper kann ich nichts mehr machen. Ja, ist alles cool. Bleib unsichtbar. Oh shit. Ich muss erstmal die Montana gerade ficken. Mhm. Wenn ich kann. Das ist highly questionable gerade. Sind übrigens die letzten beiden. Ja, ich weiß. Wenn ich die Montana killen kann, ist alles cool, dann gewinnen wir das auch noch, aber das sehe ich momentan leider noch nicht. Gib Gas, Gustav. Tops kommen gut. Perfekt. Sehr gut. Antia, den Rest musst du machen, weil ich... Antia läuft zwar, aber... Sehr gut. Fällt rein. Ich komme jetzt zu dir. Ja, alles cool. Es kann sein, dass die Tayo dich halt will. Ja, eben, deswegen komme ich zu dir. Damit wir uns gegenseitig covern können. Ich habe halt noch Anti-Air Cooldown, meine Jäger starten gerade erst wieder. Der hat eben relativ viel Flieger verloren. Also 37 Flieger habe ich ihm abgeschossen. Ich weiß nicht, wie viel bist du? Nur bei 2. Durchsage geben? Okay, das ist natürlich jetzt nicht so geil. Ja, er ist in mich kein einziges Mal angeflogen. Er geht auf dich. Ja, aber er hat nichts mehr. Jetzt kann ich noch meine Bomber starten. Alter. Boah, das war... Ich muss sagen, ich habe gerade leicht viel Adrenalin in meinem Körper. Ja. In meiner Blutbahn. Alter. Oh, das sind geile Feelings, solche Spiele. Ey. Wenn du so richtig, richtig close Game hast und das dann aber noch richtig rumreißt am Ende. Mhm. Alter Vater. Jo, da hast du auch gut reingelangt, würde ich sagen. Ja, 160.000 Schaden. Ich weiß nicht, was der gemacht hat, ne? Wenn er sich den Strike auf mich gespart hätte, hätte er noch viel mehr rausreißen können, wenn er dich zum Beispiel genommen hätte. Hätte ich viel mehr Probleme noch gehabt. Boah, ich muss echt sagen, ich bin so froh, dass ich die Hipper gerade auf dich konzentriert habe, weil ich die jetzt so schön droppen konnte. Ne? Das war richtig nice. Ich würde über unsere B-Division tatsächlich auch hochvoten. Die haben tatsächlich gut das Ganze gemacht. Zumindest die ersten beiden, die Bismarck und die Chapayev, die haben einiges rausgerissen, ne? Alter, das war close. Oh ja.
Und dafür, dass sie so gebloppt haben, konnte ich echt noch viel Schaden machen dann. Oh, ich hab dem gegnerischen Carrier wehgetan. 12 Jäger, 32 Dive-Bomber und 18 Top-Bomber hat er verloren an mir. Ah ne, das waren meine, die ich verloren habe. Das geht eigentlich sogar. Aber 9, ja gut, 19 Top-Bomber hat er verloren, 14 Jäger. Im Endeffekt habe ich mehr Flieger eingebüßt als er, zumindest als er an mir. Aber oh lala, okay, die haben uns extrem hoch gevotet. Das ist doch nice.